Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Diese Folge ist mal wieder eine Shopware 6-Episode und beschäftigt sich erneut mit dem Rule Builder. Wir wollen euch mit diesem Video zeigen, wie ihr Zahlungsarten bestimmten Ländern zuordnen könnt. Das heißt, dass mit Vorkasse beispielsweise nur in der Schweiz gezahlt werden kann, dafür dort aber nicht per Nachname, was dafür aber in allen anderen Ländern geht. Das sind zwei verschiedene Vorgänge, die wir euch nun einmal demonstrieren werden. Solltet ihr neu auf dem eBakery YouTube-Kanal sein, euch aber generell für Shopware 5 oder 6 interessieren, dann schaut gerne mal in unsere prall gefüllte Playlist rein, die wir euch oben rechts verlinkt haben, in der wir das System von A bis Z einmal durchgegangen sind. Ihr profitiert außerdem von einem Abo, da ihr dann immer informiert werdet, wenn es bei uns was Neues gibt und somit up to date bleibt. Nun aber ab ins Shopware 6 Backend. Zuerst einmal solltet ihr überprüfen, dass euer präferiertes Land, für das ihr Regeln erstellen wollt, auch aktiviert ist. Dafür gehen wir in die Einstellungen und auf Länder bzw. Countries, wenn bei euch Englisch als Systemsprache ausgewählt ist, und nutzt die Suchmaske, um die Anfangsbuchstaben eures Landes einzugeben. Wie wir sehen können, ist die Schweiz aktiviert. Dann heißt es im nächsten Schritt, die Zahlungsarten zu überprüfen. Das nehmen wir in unserem Verkaufskanal direkt vor. Wir scrollen runter und sehen diese vier Methoden bereits integriert. Also auch Vorkasse. Damit könnte man aus jedem aktivierten Land heraus per Vorkasse bezahlen. Damit sind schon einmal die Grundvoraussetzungen überprüft. Nun gehen wir zurück in die Einstellungen, aber diesmal auf Payments, also Zahlungsarten. Also begeben wir uns dafür in die Detailansicht. Wir sehen hier, dass bisher noch keine Regel integriert wurde, was uns dieses leere Feld verrät. Nun ist es uns möglich, eine neue Regel zu erstellen. Diese nennen wir Versand CHE, was der Drei-Letter-Code der Schweiz ist. Wir können für die Regel eine Priorität festlegen und eine Beschreibung für uns selbst zu besserem Verständnis eintragen. Die Regel lautet dann wie folgt. Die erste Kondition ist wieder wie im letzten Video das Rechnungsland, das der Kunde in seinem Kundenaccount hinterlegt hat. Dieses ist eine von und am Ende kommt das Land rein, also die Schweiz. Wenn wir dann abspeichern, wird diese neue Regel sowohl für diese bestimmte Zahlungsart aktiv geschaltet, als auch als Regel im Rule Builder hinterlegt. Diese bewirkt nun, dass Schweizer Kunden der Kauf per Vorkasse ermöglicht wird, aber natürlich auch der Kauf aller anderen im Verkaufskanal hinterlegten Zahlungsmethoden. Das wollen wir nicht. Es soll nur eine einzige Zahlungsmethode angeboten werden. Deshalb gehen wir erst einmal in eine der anderen rein, in unserem Fall einfach mal Nachname, und erstellen hier genau die umgekehrte Regel. Wir geben dieser wieder einen kennzeichnenden Namen und sagen, Rechnungsland ist keine von und suchen uns wieder die Schweiz raus. Genau das gleiche mache ich jetzt einmal eigenständig für die anderen Zahlungsarten. Wir sehen uns dann gleich im Shop-Frontend wieder. Wir haben uns nun in dem Kundenaccount, dessen hinterlegte Adresse sich in der Schweiz befindet, angemeldet, auch schon etwas in den Warenkorb hinterlegt und schauen nun, was uns im Checkout-Bereich als Zahlungsmethode angeboten wird. Und wie wir sehen, haben unsere neu angelegten Regeln funktioniert und wir können nur per Vorkasse bestellen. Machen wir noch einmal den Vergleich und bestellen außerhalb der Schweiz, sehen wir, dass die anderen aktivierten und im Verkaufskanal hinterlegten Zahlungsmethoden angeboten werden. So könnt ihr also den Rule Builder sinnvoll nutzen, um Payments nach Ländern zu separieren. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Solltet ihr allerdings das Problem haben, einen Online-Shop zu besitzen, auf den kein Traffic kommt, oder andererseits einen, auf den Traffic kommt, die Warenkorbabbruchrate aber immens hoch ist, dann könnte das an eurem Marketing, Design oder der fehlenden oder mangelhaften User Experience zurückzuführen sein. Doch das ist kein Problem. Wir von eBakery helfen euch als Shopware-Agentur gerne weiter. Schaut euch auf der oben rechts verlinkten Seite gerne um, füllt bei Bedarf das Kontaktformular aus oder ruft uns direkt an. Wir freuen uns auf euer Projekt. Ansonsten gerne ein Abo dalassen und auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.